Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Kleiner Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotto träumt von Afrika. Da floh der Leopard zurück in den Dschungel und das Krokodil tauchte im Fluss unter. Das war's, Ende der Geschichte. Und nun malt ihr mir eure Lieblingstiere aus Afrika. Zuerst die Sonne, weil es in Afrika sehr heiß ist. Ich bin mit meinen Freunden in Afrika. Wir laufen um die Wette. Auweia, ihr lauft viel schneller als ich. Schnell zu Ende, Kinder. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe mein Bild aus Afrika noch nicht fertig. Aber wenigstens bin ich nicht mehr so unglaublich müde. Jetzt male ich meinen schönen Traum. Ich hab's! Klasse, mein Bild ist fertig! Toll, Trotro, es ist wunderschön. Aber hast du nicht noch etwas vergessen da unten? Ach ja, richtig. Mein Name fehlt noch. Und dahin geht das tolle Bild von Trotro. Trotro, der Sackhüpfmeister. Da bist du ja, Trotro. Ich habe beim Sackhüpfen gewonnen. Ich bin der Beste. Ja, mein Liebling, du bist der Beste. Aber nun steig mal aus dem Sack. Nein, das ist mein Glücksbringer. Papa, ich habe beim Sackhüpfen gewonnen. Guck mal, wie hoch ich springen kann. Trotro, jetzt hör doch mal auf zu hüpfen, sonst fällst du noch hin. Mach dir keine Sorgen. Ich bin der Beste. Na gut, mein Bester. Spiel in deinem Zimmer, bis es Abendessen gibt. Yam, yam, ist gut. Oh. Vorsicht, Trotro. Teddy, ich hab beim Sackhüpfen gewonnen. So, was kann ich denn jetzt spielen? Ah, ich weiß, mit meinem Lastwagen. Oh, oh, ich hab den Sack verloren. Dann eben keine Laster. Ich spiele lieber mit meinem Ball. Autsch, Ball spielen geht auch nicht. Jetzt weiß ich, ich spiele der hüpfende Kartoffelsack. Hopp. Hör
dir das an. Es klingt, als würde ein kleiner Elefant nebenan Seilspringen üben. Trotro, pack deinen Sack weg und komm. Das Essen ist fertig. Ich komme. Willst du in deinem Sack essen? Ja, guck mal. Ich sitze. Kann losgehen, Mama. Hier, mein kleiner Hüpfsack, ist dich satt. Und danach kommst du in die Badewanne. Ja, Mama. Komm in die Wanne, Trotro, sonst wird das Wasser kalt. Bin soweit, schon da. Oh nein, Trotro, es kommt gar nicht in Frage, dass du mit deinem Sack badest. Aber Mama, das ist mein Glücksbringer. Ich kann ihn nicht ausziehen. So wird nicht gebadet, Trotro. Dabei bleibt es. Du willst ihn doch nicht nass machen. Ich habe eine Idee, Mama. Siehst du, Mama? Teddy passt auf meinen tollen Glücksbringer auf. Du willst doch wohl nicht in deinem Sack schlafen, Trotro. Bitte, Mama, darf ich ihn anlassen? Na schön, du darfst darin schlafen, aber nur heute Nacht. Danke, liebe Mama. La 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 la. Trotro ist schlecht gelaunt. Musst du mich schon wecken, du Vogel? Du bist gemein! Mama! 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 Guten Morgen, Trotro. Na, gut geschlafen? Wo ist Mama? Mama ist zur Arbeit gegangen. Zieh dich schnell an und komm frühstücken, Trotro. Teddy, wo bist du? Papa, Papa, Teddy ist verschwunden. Such unter deiner Decke. Warum hast du dich versteckt, du Böser? So, das ist die Strafe. Du blöde Socke. Machst du den Kakao auch wie Mama? Keine Sorge. Sie hat mir erklärt, wie man ihn macht. Trink mal, Trotro. Aua! Meine Tasse ist viel zu heiß. Du musst pusten, dann kühlt es ab. Nein, ich gehe lieber spielen, bis er kalt ist. Mein Turm! Papa! Papa! Oh. Er ist eingestürzt. Komm her, mein Kleiner. Weißt du, warum dein Turm eingestürzt ist? Weil er von einem ganz müden kleinen Eselchen gebaut wurde, das nicht lange genug geschlafen hat. Hörst du, Teddy? Der kleine Vogel singt aber schön. Die freche Socke passt ja gar nicht zu der anderen. Wo hast du dich versteckt, kleine Socke? Haha, da ist sie ja. Kuckuck, mein Papilein. Ich geh meinen Kakao trinken. Papas Kakao schmeckt ganz besonders gut. Sogar wenn er kalt ist. Na, mein Trotro, bist du jetzt nicht mehr so schlecht gelaunt? Nein. Und gleich siehst du einen super klasse Turm, gebaut von einem Trotro, der ausgeschlafen hat.
Psst, Trotro. Mama schläft noch. Mach nicht so viel Lärm, Trotro. Oh. Gut, also, jetzt spielst du etwas ganz Leises in deinem Zimmer, ja? Ja, Papa. Etwas Leises. Keine Trommel. Kein Fußball. Rollschuhe auch nicht. Alles, was Spaß macht, macht Lärm. Ah! Das ist ein leises Spiel. Tschu, 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 der kleine Zug. Tschu, 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 ah. Oh. Psst, Trotro, du weißt doch, dass Mama heute mal ausschlafen will. Ist das zu laut? Ja. Letzte. Oh! Ah! Im Schritt, hm? Im Trab, Galopp, Galopp, Galopp hier! Trotro! Hat das auch Lärm gemacht? Und wie? Alles, was Spaß macht, macht Lärm. Ich kann hier schlafen spielen, das ist leise. Aber langweilig. Das macht keinen Lärm. Ich bin ein Monster! Ah! Oh. Oh, hast du mich erschreckt, Trotro? Psst, Papa, ganz leise, sonst weckst du noch Mama auf. Trotro liest vor. Und nun, meine verehrten Damen und Herren, sehen Sie den unglaublichen Teddy. Er wird Ihnen eine Riesenvorführung auf dem Trampolin zeigen. Doing, doing, doing. Bravo, 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 Teddy. Jetzt wird aber geschlafen, Trotro. Noch nicht, Mama. Erst lese ich Teddy noch eine Geschichte vor. Ja, ist gut, Trotro. Teddy will nämlich nicht einschlafen, wenn man ihm keine Geschichte vorliest. Du kannst lesen, Trotro? Natürlich kann ich das. Hä? Stimmt's, Teddy? Ich kann gut lesen. Zum Vorlesen, da muss man eine ganz tiefe Stimme machen. In der Steppe, ganz tief, im fernen Afrika. Ich kann die Wörter zwar nicht richtig lesen, aber die Geschichten kann ich schon auswendig. Ich weiß genau, was alles drin vorkommt. In der Steppe, ganz tief im fernen Afrika, traf ein Zebra eine Giraffe. So, bitte. Die Geschichte ist zu Ende. Schläfst du noch nicht, Teddy?
Dann hat dir die Geschichte sicher gefallen. Ich hab dir doch gesagt, dass du jetzt schlafen sollst, Trotro. Soll ich dir jetzt eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen? Aber bitte nicht die da. Die haben wir schon gelesen. Es war einmal vor langer Zeit, als es noch Feen und Zauberer gab. Wenn Teddy eingeschlafen ist, heißt das, ihm gefällt die Geschichte nicht. Du liest sie eben nicht so gut wie ich vor, Mama. Ja, das stimmt. Du kannst sehr gut vorlesen, mein Kleiner. Gute Nacht, Trotro. Gute Nacht, Teddy.